Ihr seid beide ein sehr großer und wichtiger Bestandteil meines Lebens. Also verstehe, dass ich einfach verstehen möchte, was dein Problem ist und vielleicht kann ich irgendwie vermitteln. Vielleicht du kannst mich am Arsch lecken mit deinem Vermitteln. Was? Warum bist du denn jetzt so? Weil mein Problem ist, dass ich Gefühle für dich habe und dich auf einmal mit dir teilen muss. Komm, spiel mit mir. Ich spiel. Ich wusste gar nicht, dass ich das noch hab. Aber das kann ja dann jetzt auch weg, weil Valentina bleibt ja hier. In Berlin. Mit Malte. Geil! Da freuen wir uns doch alle drüber. Guten Morgen. Hey, Kieran, besetzt. Malte beschlagnahmt das Bad, glaube ich, schon seit, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Schön. Mhm. Dann trinken wir jetzt so zusammen Kaffee. Ja, ich hab den gemacht. Nimm dir. Schmeckt scheiße. Wirst du schlafen? Super. Okay. Mhm. Oh, Junge, langsam muss ich echt mal pissen, Alter. Ja, ich muss mich auch fertig machen. Ja. Aber fahren wir oder fahren wir? Laufen mit dem Auto. Laufen wir zusammen. Jetzt weißt du, warum du so lange brauchst. Hier wohnen auch andere. Geht's noch? Ich glaub, sie haben dich gehört. Chill doch mal. Beeilt euch. Chill doch mal. Ich hab Zeitdruck und Verantwortung und Verpflichtungen, die ich erfüllen muss. Ja. Was? Wie bitte? Könnt ihr nicht woanders gehen? Ganz ehrlich, hier das Bad zu blockieren ist das allerletzte. Wir sind so viele Leute, die hier wohnen. Wir haben geduscht. Es ist mir scheißegal. Jetzt sind wir sogar noch eine mehr. Wodurch das Bad noch mehr blockiert ist und es nervt. Stimmt, deswegen machen wir gleichzeitig duschen, damit es schneller geht, Zeit sparen und vor allem Wasser sparen. Oh, dann sollte ich mich ja bei euch doch bedanken. Ja, genau. Ja, dann macht euch jetzt mal schnell raus, weil ich mich fertig machen muss zur Berufsschule. Dann quatsch nicht so viel, los. Ja, hier rein, tut mir wirklich leid, Chiara. Sollte es auch. Wollen wir auch ein bisschen Wasser sparen? Okay, bis später. Bis gleich. So eine respektlose Scheiße muss ich mir am Morgen wirklich nicht geben. Wir sollten Badregeln aufstellen. Wir haben noch nie Badregeln gebraucht. Ja, deswegen brauchen wir sie jetzt. Die haben das Safe nicht irgendwie, was auch immer. Das hat Malte mit mir doch auch schon mal gemacht, um Energie zu sparen. Und jetzt zieht er dieselbe Nummer bei einer anderen Schlampe ab. Nein, Zeit sparen. Ist doch scheißegal, auf jeden Fall will er sparen. Naja, also dann liegt's ja wohl an Malte. Ach so, und sie will nicht mit ihm, also... Machst du sie viel zu lieb dafür? Ich kann es mir bei ihr weniger vorstellen als bei ihm. Sei ich dir ehrlich. Und deswegen sie mit Malte nicht oder was? Weil sie eine Heilige ist? Das habe ich nicht gesagt. Was hältst du von einer Sightseeing-Tour? Nee, sind mir zu viele Menschen. So Menschenmassen fühle ich gerade gar nicht. Okay, und Minigolf? Nee. Und was hältst du von. Ich weiß auch nicht. Sag du doch was. Mann, keine Ahnung, ich habe einfach keinen Bock auf Action und deswegen machst du am besten alleine was. Nein, wir setzen uns schön ans Wasser und lassen unsere Beine da rein baumeln. Dann ist es keine Action und ich kann bei dir sein. Nee. Fühl ich nicht. Was ist los? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Nein. Mann, es ist einfach wegen Chiara, okay? So, ich kann das absolut nicht nachvollziehen, warum sie auf einmal so scheiße zu mir ist. Wir haben uns voll gut verstanden. Es war alles voll cool zwischen uns und von jetzt auf gleich. Es ist halt Chiara. Es ist unglaublich, wie wenig du sie leiden kannst, Alter. Wieso denn auch? Was für einen Grund gibt sie mir denn? Eigentlich stört sie mich nur. Und macht mir mein Leben schwer. Aber deswegen jetzt Badregeln. Es geht dir nicht ums Badezimmer. Nein. Und es geht dir auch eigentlich nicht um sie. Es geht dir um Malte. Mir geht's um die Gesamtsituation, die wegen ihr passiert. Ganz einfach. Mhm. Aber sie ist eigentlich echt in Ordnung. Und ich weiß, du willst das nicht hören, aber wenn Malte nicht wäre, dann wärt ihr sogar vielleicht ganz okay Freunde. Malte ist aber. Ja, und vielleicht, also, sie kann nichts dafür, dass du Gefühle für ihn hast.
So, was hab ich ihr denn getan? Man ist doch nicht einfach so scheiße zu jemandem. Naja, du siehst Bombe aus, du bist eine Granate. Ich denke mal, dass sie sich einfach ein bisschen attackiert fühlt in ihrem Revier. Ja, aber Malte, wie soll das denn weitergehen? Ja, sie muss sich einfach dran gewöhnen. Ja, oder ich suche mir vielleicht einfach was anderes. Eine andere WG oder... Ich regel das. Weißt du was? Ich schreibe ihr einfach eine Nachricht, dann treffe ich mich mit ihr und dann werde ich ihr irgendwie, keine Ahnung, werde ich ihr irgendwie gute Laune bereiten und das Ganze zwischen euch klären. Aber ich meine, das muss ja jetzt auch mal vermittelt werden. Ich will dich aber nicht vorschicken. Nein, ist doch Bullshit, ist doch Quatsch. Du schickst mich doch nicht vor, ich mach das schon. Ich schreib ihr und dann machen wir das. Das kriegen wir schon hin. Red mit ihm über deine Gefühle. Ja, und sie soll ich jetzt einen auf super cool machen? Hey, wir sind Besties, vergessen wir einfach alles. Was war? Nein, weil ich bin deine beste Freundin. Ja, und ich werde auch niemals vergessen. Aber Elefantengedächtnis, Alter. Malte hat mir geschrieben. Das ist ja perfekt. Er meinte, ob wir uns treffen nach der Berufsschule. Ja. Soll ich ja sagen? Natürlich sollst du ja sagen. Dann kannst du gleich mit ihm über alles reden. Oder ich sag doch nein. Einfach um ihn interessant zu machen. Der Chiara, das ist total dämlich. Okay. Du schreibst jetzt ja. Okay, ich schreib ja. So. So? J.A. Hast du richtig stark gemacht. Ja. Scheiße, mach ich das jetzt echt? Sag ich Malte jetzt wirklich, dass ich mich wieder in ihn verliebt habe? Oh, wie schön, dich zu sehen. Alles gut? Ja. Gib mir die Tasche. Hier, ich hab dir eine Jacke mitgebracht. Oh, danke. Du hast nämlich echt frisch geworden. Und? Danke. Your favorite pizza. Hör auf. Bekannte Salami, alles drum und dran. Sorry, ich hab beim Schneiden ein bisschen reingeschissen. Egal. Geil. Damit hast du mich jetzt abgeholt. Ja, ist doch ein bisschen Wiedergutmachung für alles, was passiert ist. Ja, dazu wollte ich auch noch was sagen. Ich habe extra eine Decke runtergebracht. Danke. Wir sind ja Menschen. Und okay. Ich habe nur einfach, ich weiß gar nicht. Ich habe mir gedacht, ich will dir, nein, wir sind oft aneinander geraten und das liegt einfach daran, dass die ganze Situation schwierig war. Alles gut, ich weiß genau, was du sagen möchtest. Mann, es ist nicht einfach gewesen. Es war nie einfach für uns beide. Vor allem bei einer Entführung da irgendwie rational zu denken, kann man nicht von jedem erwarten. Deswegen, ich will einfach nur alles vergessen, was war. Die ganze Scheiße. Aber nicht das Gute. Nein, viel lieber will ich nach vorne schauen und die alten guten Zeiten halt wieder zurückholen. Wo wir gemeinsam gelacht haben. Praktisch die Ups wieder auferleben lassen. Okay. Okay? Ja. Egal, wer uns diesmal Steine in den Weg schmeißt. Der kriegt die Steine in die Fresse, Junge. Ja. Wer will aufs Maul? Danke. Prost. Ich finde es auch schade, dass du es nicht so einfach hast mit Valentina. Ja, super schade. Aber was ist dein Problem? Malte, ich will darüber nicht reden. Es wäre cool, wenn wir einfach weiter Spaß haben können. Das ist nicht aber der Rede wert. Wäre es nicht schön, wenn wir alle gemeinsam Spaß haben können? Nein. Ich mag sie einfach nicht. Was gibt's daran nicht zu verstehen? Ich kann sie einfach nicht leiden und ich will sie nicht in meiner Nähe haben. Punkt. Dafür muss es doch aber irgendeinen Grund geben. Dass ich sie nicht leiden kann. Warum reicht das nicht? Ich mag sie einfach nicht. Ich mag ihre Art nicht. Fertig. Gib dich damit zufrieden, Mann. Möchte ich aber nicht. Ihr seid beide ein sehr großer und wichtiger Bestandteil meines Lebens. Also verstehe, dass ich einfach verstehen möchte, was dein Problem ist und vielleicht kann ich irgendwie vermitteln. Vielleicht du kannst mich am Arsch lecken mit deinem Vermitteln. Was? Warum bist du denn jetzt so? Weil mein Problem ist, dass ich Gefühle für dich habe und dich auf einmal mit dir teilen muss. Was? Es gab irgendwie keinen richtigen Moment, wo ich dir das sagen konnte. Die letzten Monate, wo ich dir hinterhergerannt bin, waren egal? Hä? Du kommst jetzt damit? Jetzt? Oder woran lag es, hä? Weil ich jetzt nicht mehr erreichbar bin für dich? Weil ich jetzt nicht mehr warte? Was ist dein Scheißproblem, hä? Weil ich nicht auf deinem Abstellgleis stehe, weil Valentina jetzt an meiner Seite ist? Ich liebe sie, okay?
Der Zug ist abgefahren. Ich bin die ganze Zeit dir hinterhergerannt wie ein räudiger Hund. Ich habe alles für dich getan. Ich hätte auch alles für dich getan. Und jetzt kommst du mir damit, dass du mich liebst? Chiara, es ist zu spät. Was passiert? Es lief scheiße. Fuck, wieso? Malte hat einfach nur gesagt, dass er mich nicht mehr will. Und dass er jetzt in Valentina verliebt ist. Oh, fuck. Und dann hat er noch gesagt, dass ich jetzt nur auf meinem Ego-Trip bin, weil er mir nicht mehr hinterher rennt. Oha, wie das ist überunfair von ihm. Das stimmt doch auch nicht. Und jetzt hasst er mich auch noch. Und wenn ich vielleicht ein bisschen früher über meine Gefühle geredet hätte. Aber so wie du es gesagt hast. Aber wenigstens hast du es gemacht. Und jetzt steht nichts mehr zwischen euch. Ihr wisst jetzt beide, woran ich weiß. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Ich wünschte, sie wäre einfach nie hergekommen. War auf jeden Fall mies beschissenes Timing. Ja. Wenn ich einfach mal ehrlich gewesen wäre. Und ich freue mich, wenn er glücklich ist, wirklich. Aber ich würde mich mehr freuen, wenn er mit mir glücklich wäre. Und fertig? Nein, der braucht noch ein paar Minütchen, habe ich nicht gehört. Ach, sorry, hab ich nicht gehört. Ist das okay? Alles super, ja. Okay. Hast du Bock auf Dart spielen? Ich habe Hunger und ich muss mich ablenken. Können wir machen, ja. Okay, let's go. Bist du gut? So semi. Aber ich treffe die Scheibe. Ich zieh dich ab. Wasch mal ab. Ich bin nicht gut. Wir werden sehen. Hast du schon mal gespielt überhaupt? Nee, aber ich bin klares Naturtalent. Gibt's bei dir unten da überhaupt Dartpfeile? Oder schießt ich lebe ja nicht im Dschungel, Mann. Schießt dir da eher mit Pistolen auf so Dinger? Ja, das auch. Na, fast. Gar nicht mal so schlecht, oder? Okay, der war ein bisschen, naja. Ja, 14. Du hast doch irgendwas. Das habe ich doch eben schon gemerkt. Ja, ein Bullseye. Gut, aber was ist los? Ist wegen Chiara, wegen dem Treffen? Schau mal, du musst kein schlechtes Gewissen haben. Okay? Ich meine, wenigstens hast du mit ihr geredet. Und sie hat halt offensichtlich ein Problem mit mir, aber ich komme damit schon klar. Okay? Was ist deswegen? Nee. Nee? Ist ihr Problem. Was soll ich sagen? Mir ist selber unwohl im Magen. Ich hast du Bauchschmerzen? Hab mich so auf den Gratin gefreut und jetzt. Oh nein, hast Bauchschmerzen. Na gut, ja, kannst du auch morgen essen. Ich packe ihn in den Kühlschrank. Nee, ich leg mich einfach schon mal hin. Okay, ich mach dir einen Tee und eine Wärmeflasche. Dann komme ich gleich. Du bist die Beste. Ja? Ja. Komm gleich. Okay. Ich kann Valentina einfach nicht die Wahrheit darüber sagen, wie das Treffen mit Chiara wirklich war. Vor allem nicht, wenn ich ja selbst nicht mal weiß, wie ich damit umgehen soll.
Jetzt auf einmal hat Chiara Gefühle für mich? Scheiße, vor Wochen, als Valentina noch nicht da war, wäre mir nichts lieber gewesen. Liam ist krank, Joe ist in Barcelona. Oh shit. Ich habe einfach niemanden da. Komm schon, wir sind ein unschlagbares Team. Wir kriegen das hin. Ich kenne Malte einfach besser als du. Ich war mit diesem Jungen zusammen und deswegen weiß ich genau, was er will und was nicht. Wann wolltest du mir das eigentlich erzählen, dass du mit Chiara zusammen warst? Hast du noch Gefühle für sie? Freibach, wir vier zusammen. Die kommen beide auch mit? Hattet ihr keine Liegen? Gerade euer Ernst? Es gibt Freibadregeln. Ich weiß nicht, was ihr für eine Erziehung genossen habt.